Auch ihr zerfallt wie eure Ahnen, wie eure Vorfahren, eure Vorgänger. Komm her. Das ist auch ganz witzig, dass man sie so ranziehen kann. Nur noch ein Spinnenwächter. Und dann sind wir da. Ja, das... Dieses komische Spinnengeräusch bin ich mittlerweile gewöhnt. Und jetzt wird mir auch klar, wo die drei Truhen waren. Da unten. Nee, da kommen wir doch her. Mann, ich bin so verwirrt, was soll das? Da. Aber da komme ich her. Mann, das ist doch alles merkwürdig. Ganz im Ernst, das ist strange. Ich komme schon noch dahinter, wo diese drei Truhen sind. Ich verspreche es euch. Sind die eigentlich eine gute Möglichkeit, sein Schwert zu leveln? Schauen wir es uns an. Naja, nicht so wirklich. Na. Diese Mistviecher, die wollten mich in die Dämonenpflanze reinsperren. So. Ah, nee, jetzt weiß ich, wo die sind. Jetzt weiß ich, wo die Truhen sind. Gott sei Dank können wir jetzt nun überall langhangeln. Uns sind keine Limits mehr gesetzt. Da vorne. Da sind die Truhen. Das hier ist der Anfangsbereich, den kennen wir ja noch. Gut. Hallo! Nehmen wir doch mal einfach alles. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und wieder drüben. So. Wo waren noch Truhen? Da ist noch eine. Dann hätten wir dieses Gebiet auch eigentlich komplett abgegrast. Die kennen wir noch vom Anfang. Scheiß Viecher. Und unsere Chaosleiste ist schon wieder voll. Das ging ja schnell. Oh. Runter mit dir. Natürlich. Die Spinne reißt erstmal ein ganzes Loch ins Erdgeschoss. Ich hasse diese Häuser. Irgendwelche billigen Architekten, irgendwelche, keine Ahnung. Wahrscheinlich noch amerikanische. Das passiert, meine Leute, meine lieben Leute, wenn man ihnen die Macht überlässt. Wie gefällt dir das? Ich mach's auch noch ein drittes Mal für dich. Lecker, ich wollte schon immer deine Innereien sehen. Danke für diesen Anblick. Ja. Nun sehen wir nur noch einen großen Kreis, aber was hat das zu bedeuten? Das sehen wir jetzt. Und es erfreut mich nicht. Ein Zwischenboss. Ja, das ist tatsächlich nicht Silita. Vor dem Ding sollte man Angst haben.
Wow, 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 wow. Ich meine, wir müssen da irgendwas mit dem Tremor-Handschuh machen. Machen wir mal Folgendes. Und jetzt. Yep, genau das war's. Oh Gott. Das Ding wird ja richtig hyperaktiv. Hier, ich habe noch ein bisschen Futter für dich. Autsch. Komm, nimm das. Hochspringen. Nochmal hochspringen. Ja, das ist so eine Schockwelle. Eine ziemlich heftige. Ansonsten hat sie noch diesen Sturmangriff. Das war es aber schon größtenteils. Immer wenn sie so saugen will, geben wir ihr ein bisschen was. Wie bereitwillig sie das auch annimmt. Oh, du willst mich töten. Du hast herausgefunden, wie man mich töten kann. Meinetwegen. Langsam wird's langweilig. Ich habe dich durchschaut. Sie folgt diesem Muster auch immer wieder, also im Grunde kann einem nicht viel passieren, wenn man nicht völlig blöd ist. Und das war's auch schon. Und ein paar Mal auf die Rübe dong. Wow. Ja, am Anfang dachte ich ehrlich gesagt beim ersten Durchspielen, dass das Silita wäre. Aber ist sie gar nicht. Hier! Haben wir hier oben nicht noch was? Es sieht verdächtig danach aus, aber wahrscheinlich kann ich da nicht hin. Gut. Reiter! Ich bin ja schon da. Wir kommen der ganzen Sache näher. Sehr schön. Nun müssen wir nur noch hier zurück. Und ein neuer Gegnertyp. Beziehungsweise ein aufgewerteter alter Gegnertyp. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Zum Glück gibt es sie nicht so häufig. Ich finde sie unglaublich nervig. Von daher... Ja, das sieht doch aus wie eine Kampfarena hier. Es war so klar. Komm her. Ach, wir können uns auch dahin warpen. Das ist ja schön. Was willst du tun, hä? Wow. Ach, das war's schon. Das ist ja lame. Also Schlangen, Viecher, Spinnen. Der gesamte Urwald hat sich gegen uns verschworen. Kommt da noch mehr? Gut, dann friss mal das. Tja, war wohl nicht so von Erfolg gekrönt. Das wird nichts, das wird auch nichts, das wird auch nichts. Ja. Und Zornesklinge. Also mir gefällt die Attacke immer besser. Vor allen Dingen kann man sie oft spammen, wenn man so viele Zornesleisten hat. Und was auch auffällt, wenn man einen Finishing Move macht, dann kann man nicht angegriffen werden. Zumindest scheint es so zu sein. Den hauen wir auch um. Das dürfte es dann auch gewesen sein, muss ich sagen. Nein!
Okay. Folgendes, Leute. Das können wir auch so machen. Aber jetzt, oder? Danke. Hui. Ja, 11.000 Seelen, was sagt man dazu? Ah, eine interessante Idee. Der Schattenflug kombiniert mit der Abgrundkette. Das heißt, wir müssen es so machen. Schwingen. Schwingen. Hoch. Schwingen. Nein. Also wie gesagt, die Entwickler haben sich da wirklich ein paar coole Sachen einfallen lassen. Und das wertet Darkseid das für mich unglaublich auf. Da war nichts mehr. War das denn jetzt auch die letzte Truhe? Nein. Da haben wir eine gelassen. Jetzt muss ich mal eben gucken.